Hallo und willkommen zurück zur Feralnacht in 7 Days to Die. Der Taz und ich mussten mal gerade hier unseren Plan verwerfen. Wir sind ja eigentlich auf Batteriesuche gewesen. Und dann habe ich dann festgestellt, es ist ja Feralnacht. Okay, du stellst schon hin. Ja, deswegen haben wir uns dann nochmal kurzerhand hier getroffen. Sind jetzt hier in dieser, da in der Siedlung. Wir waren vorher hier oben. Wo waren wir denn? Da ist die Stadt. Genau. Und eigentlich wollte ich nach Hause gehen. Und haben wir dann gesagt, ja gut, nee, dann ist ja Feralnacht. Dann müssen wir jetzt mal schnell irgendwie hier. Ja. Ich bin Ich gespannt, war wie so es wird. schön am Ausräumen vom Baumarkt und so. Ja. Ach, guck mal hier mit Blutmond. Auch noch ein Screenshot von. Wobei, den finde ich eigentlich gar nicht so schön irgendwie. Das sieht billig aus. Keine Ahnung. Ja, ist halt einfach orange eingefärbt. Also Ja, ich auch der, meine, der Rand meine ich, der ist irgendwie gerastert. Das meine ich. der ist gerastert. Ne, der ist bei mir ist ja schön glatt. Kann es sein, dass du Anti-Aliasing aus hast im Spiel? Ist theoretisch möglich. Ja gut, ich meine, es gibt eh keinen schöneren Himmel wie den von Savage Lands. Das muss man echt mal sagen. Also seit ich das angespielt habe, ey, das ist ja der Wahnsinn, ey. Also von der Also Grafik her ja, wirklich. so eigentlich ein bisschen altbacken, aber der Himmel, boah, das ist der absolute Knaller. Und das mit all der Engine. Mit alter Engine. Und jetzt kommt bald die neue Engine, ey. Und daher wird Savage Lands noch richtig interessant. So, wo sind denn hier die Feral-Zombies? Wenn schon Feralnacht Weiß man ist. nicht. Hast du theoretisch eine Tablette da? Ja, theoretisch und praktisch. Der Painkiller oder was? Oh, jetzt habe ich sie alle rausgeschmissen. Na, nimm sie halt alle. Ja, weil die ist da auch nicht mehr da bei mir. So. Sage jetzt auch nicht warum. Ja. Tja, jetzt stehen wir hier. Wie so zwei begossene Bones meint Pudel. nämlich, ich bin ein Zombie gewesen. Ja, ich habe eben aus Versehen auf den Taz geschossen. Kommt vor. Zum Glück nicht so oft. Ja. Ne? Noch zu hoch? Da ist noch eine Bücherei da. Ja, wie gesagt, ich denke eigentlich, Bücher dürfte man langsam alles haben. Ja. Oh, darum, Digga. Schöner Schuss. Ja, Bücher haben wir wahrscheinlich wirklich alle bald. Jetzt stehen wir, jetzt hängen wir hier fest, ey. Ist ja blöd, ey. Da hinten ist noch eine Tanke oder sowas. Sehe ich Da in war der ich vorhin drin, ja. ganz weiten Ferne sehe ich da irgendwas. Ja, schön hier auf dem Dach. In der Ja, Feralnacht. wie gesagt, ich denke mal, wir werden schon noch Besuch kriegen. Ja, ist gut möglich. Und derweil mach mal ein bisschen Zielschießen. Genau. Aber im Moment ist es noch sehr ruhig. Kommen alle da Haben hinten wir aus ja der auch noch ein Richtung, ne? bisschen Zeit. Tja. Ja, und von Alpha 13 immer noch keine Spur. Menschen, Nee, Skinner. Leute, nein. Wobei, wenn ich jetzt Es ist. überlege,
Weißt du gar nicht, wie viele Folgen haben wir heute jetzt schon aufgenommen? Wenn ich die jetzt quasi mal fortzähle, dann könnte es sein, dass eigentlich, wenn wir die Folge jetzt veröffentlichen, alle 2013 schon da sind. Ist, ja. Ja, ist möglich. Ich weiß es gerade auch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt bei genau bei Folge 40, sind wir, meine ich. 40 oder 41. Könnte gut sein, dass sie dann tatsächlich schon draußen ist. Mit viel Glück. Und vorausgesetzt, die Funpims halten sich daran, dass sie die Alpha 13 im November noch bringen. Ja, so langsam glaube ich ja auch nicht mehr dran. Tja, so, Grüne gleich Pistol 2 Parts Uhr. nehme ich trotzdem mal mit. Was, grüne Pistol Parts? Naja, gut, nützt ja nichts. Wir stehen hier auf dem Dach. Dann esse ich jetzt mal so einen verrahlen Lebkuchen. Die habe ich mir nämlich heute gekauft. Und die sind ganz lecker. Muss mal Nicht der sein. Feral durch die Röhre gucken oder wie? Ja. Würde ja gerne Lebkuchen vorbeibringen, aber du wohnst so weit weg. Ach, das ist doch nur ein Katzensprung. Ist nicht viel los heute Nacht, ne? Dafür, dass Feralnacht ist. Na gut, wir sind Wie auch war das sehr das letzte viel. Mal? Da sind sie, glaube ich, ausgekommen, wo Tag war, oder wie? Ja, stimmt. Im letzten Mal, da kamen die ganzen Horden irgendwie am Tag erst. Es kann natürlich auch sein, dadurch, dass wir so viel gerannt sind und mit den Minibikes unterwegs waren, dass die vielleicht irgendwie jetzt eine ganz andere Position gerannt sind. Vielleicht sind die jetzt in der Stadt oben oder so. Ich weiß nicht, würde ich jetzt mal vermuten. Weiß Ja, nicht, keine Ahnung. wie gut das System ist, um zu berechnen, dass die Feralhorde auch wirklich zum Spieler läuft. Es hat eigentlich noch keiner so richtig herausgefunden, wie das dann funktioniert. Tja, schon gleich 3 Uhr. Da kann man noch mal in den Lebkuchen beißen. Ja, warte, ich kaufe mir eine Großpackung Duplo. Familienpackung oder was? Das ist gleich so eine Aufstellerpackung, wie es in den Geschäften gibt, vorne an der Kasse. Ach ja. So, gleich ist die Nacht vorbei. Das heißt, wir müssten ja quasi zurück, um dein Moped zu holen. Gott, wo Ja. war denn das jetzt? Na, an der Das Bücherei, an der war. großen. Ach da, hier. Da drüben sind wir. Ach so, das ist ja gar nicht so weit. Den ganzen Haken, wo wir jetzt geschlagen haben, kann man ja Ja, abkürzen. müssen nur ein Stück nach Osten gehen, genau. Ist nicht so weit. Coole Sache, das. Tja, also um ganz ehrlich zu sein, ich glaube fast, wir können schon los. Ja. Irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass hier noch was passiert in den 20 Minuten. Sieht doch auch ganz schick aus, hat da.
Machen wir auch noch schnell einen Screenshot von. Ich brauche echt ein paar Screenshots. Ey, jedes Mal, wenn ich so eine Folge veröffentliche, fehlt mir irgendwie ein Screenshot. So, guck mal da, das sieht doch schick aus. Ja, ich ziehe die einfach aus dem Video raus. Direkt. Ja, das mache ich normalerweise auch, aber das Problem ist, ich habe hier immer die Webcam drin, da muss ich immer so riesengroß skalieren, die Dinger. Ach so. Ja. So, voll die Feralnacht, muss schon sagen. Der Hammer. Den Baumarkt hast du komplett durchgelootet, ne? Da war ich jetzt komplett durch, glaube ich. In der Panik, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Na, dann gucken wir mal gerade. War Gläser drin. Der. Können wir auch mitnehmen. Iron Helmet Schematik ist da drin, wenn du so noch brauchst. Ach, siehst du, da ist noch eine Kiste mit einer lila Iron Pickaxe. Die hätte ich beinahe übersehen. Ja, bist du mal. Hat sich doch schon gelohnt. Ein Scrappen hier wieder. Hier ist auch noch eine Untouched Kiste. Siehst du mal, da waren noch zwei Repair Kits drin. So. Lila Iron Pickaxe. Leer. Brauchst du eine grüne oder kann ich die scrappen? Eine grüne Pickaxe könnte ich tatsächlich gebrauchen. Ich habe nämlich nur eine gelbe. 388, 388, genau. Ist das die bessere? Sehr schön. Oh, cool. Zack, fliegt die gelbe direkt in den Müll. So. Ach, guck mal hier, herrlich. Ugi zugi geht das. Ja gut, ich mache mich doch mal schon mal auf die Socken. Wo muss ich hin? Nach Osten, ne? So, hier ich lang. Ich werde gleich mitnehmen. Ja, kannst mir geben, ja. Nein, bitteschön. Danke. So, bauen wir die nachher da ein. Da ist noch eine Tanke. Wollen wir die noch leer machen? Hast du schon leer gemacht oder was? Okay, cool. Von daher bin ich gekommen. Also Bücherei war ich noch nicht, aber wie gesagt, Bücherei ist glaube ich jetzt auch nicht so interessant. Nö, die können wir uns sparen. Auch die Garagen hier, die würden wir ja normalerweise aufkloppen, aber das können wir uns jetzt im Moment alles sparen. Brauchen wir alles nicht mehr. Ja, höchstens wie der Sprit. Könnten wir mal gucken, ob so eine Spritgarage da ist. Ja, wolltest du das gerade machen? Ja, kann ich machen, völlig. Weil dann würde ich nämlich losrennen und gucken, dass ich meine Karre wieder ans Laufen bringe. Was haben wir denn hier? Hier ist noch ein Shotgun oder was? Hä? Nee, Gott, Schemfut. Dingsbums. Ah, Lebensmittelladen, okay. Ja, und Garage ist hier aber auch nichts. So. Keine Benzingarage, das ist doof. Nö. Große Screenshot-Sammlung heute. Eigentlich eher nach Süden oder muss ich? Oh ja, passt doch. Wo steht die Karre hinter der Bücherei, ne? Glaube ich, ja. Kann ich mir da ja jetzt einen Tracker hinsetzen. Ach, was vermisse ich die schönen steilen Felswände von früher in dem Spiel. Da sagst du was. Es ist echt schade, ey. Gehst du da die Straßen lang? Nee, du gehst querfeldein. Ich gehe querfeldein, ja. Oh, da vorne ist. Ah, doch.
Dachte schon gerade, da vorne wäre so ein Chunk nicht berechnet. Trink mal ein Bier. Ist ja schon morgens um 6. Da kann man schon ein Bier trinken. Das Heißt sieht ja da auch auch kein schick Bier vor aus. vier, also geht um sechs, ist doch ganz normal. Richtig, genau. Oh, so. Beim Screenshot machen gestorben. Weil Wie ich jetzt Idiot. echt? Nee, fast, aber ich bin am Kaktus hängen geblieben. Ja, das wäre es gewesen. Oh, ich Wo habe einen war ich denn Friedhof da jetzt rum? entdeckt. Okay. Das passt ja, wenn du fast gestorben bist. Ja. Kannst du schon mal reservieren. Ja, aber ich glaube aber entweder das Surfer hier ist ganz schön zu tun, wenn ich hier durch die Gegend düse. Also da ist wirklich der Laden ein bisschen spät. Ja, im Moment ist er sehr langsam. Gerade. Mein Kram hier wird auch extrem spät geladen. Okay, die Straße scheint dann wieder zu dir hochzuführen, schätze ich mal. Oh, ich glaube, ich habe eine Höhle entdeckt. Ah, da haben wir jetzt zum Glück genügend. Ja. Tatsache, hier ist eine Höhle in der Wüste. Ich gehe mal spaßeshalber schnell da rein. Schauen wir doch mal, was wir hier finden. Nicht so wirklich viel. Kohle gibt's hier. Na, Kohle ist ja nicht mal schlecht. Aber auch nicht viel. Toll, jetzt bin ich von Pilzen erschlagen worden. Ist nicht zu fassen. Pilzen. Ja, von Pilzen. Na komm, kann man das hier hochglitschen? Na warte mal, ich hab doch hier, hab doch Woodframes, ich Idiot. Zwar auch nicht viel Kohle, aber was man hat, das hat man, ne? Gibt nur noch diese Lump of Coal, ne? Es gibt gar nicht mehr diese großen Kohledinger. Kann das sein? Ja, also so habe ich es festgestellt. Muss ich mal überlegen. Ich jetzt gar nicht, wie man sonst dann an Kohle an die Großen vielleicht rankäme. Ich glaube, die müssen dann komplett rausgenommen haben. Oh, hier geht's doch noch weiter. Hier ist auch ein Ausgang. Okay. Bums, der Höhlenforscher. Bin schon mal gespannt, wo ich jetzt hier rauskomme. Also an derselben Stelle, oder? Glaub schon. Naja, gut. So, jetzt aber ab zum Moped. Gucken, dass wir die Kiste wieder ans Laufen bringen.
bin ich mal gespannt, wenn du dann wieder da bist, ob ich dann wieder diese Kofferraumschaltfläche habe. Ja, das Also frage besser ich mich gesagt jetzt eben. auch. Nee. Hab ich nicht. Also ich komme da rein. Nee, ich nicht. Das war jetzt gerade zugesperrt. Bei dir komischerweise komme ich rein. Ja, das hier war, glaube ich, abgesperrt, das Minibike. Warum auch immer. Nee, jetzt hast du es abgesperrt, du kannst nur tanken. Und jetzt? Ja, jetzt kann ich wenigstens wieder an den Inventar ran, aber immer noch nicht an das Minibike ran. Guck mal bitte rein, ob da die Komponenten noch einigermaßen sind, nicht dass ich mir jetzt irgendwas kaputt fahre. Ja, das ist alles auf 100%, außer deine Batterie, die ist auf 60, 70%. Ja, okay, ne. Willst dann Das ist schon eine noch. lila Batterie. Du hast ja drei lila Komponenten und zwei grüne und zwei gelbe Komponenten drin. Das einzigste, was da scheiße ist, ist das Vorhängeschloss. Warte mal, wir könnten ja eigentlich mal was ausprobieren. Wo ist das Vorhängeschloss? So, ich habe das Vorhängeschloss jetzt mal abgemacht. Geht das jetzt? Ja, jetzt komme ich ran. Ja, dann bleiben die Vorhängeschlösser ab. Du das jetzt gescrapped. Und dann hat das einfach nur was damit zu tun. So, jetzt aber hier Kofferraum. Eine graue Batterie. Also. Gegen eine kaputte Batterie. So. Da steht Discharge Minutes 42. Das ist ja Entladungszeit. Also die hält 42 Minuten oder was? Das würde ich jetzt so verstehen. Die Frage ist, wie kann man die wieder aufladen? Ja, aufladen kannst du durch die Repair-Kits. Die darf bloß nicht ganz kaputt gehen, wahrscheinlich. Vermutlich, ja. Naja, gut. Also, ich könnte wieder fahren. Ja. So, wo fahren wir hin? Ja, wie gesagt, wir könnten theoretisch ab nach Hause. Wir könnten mal gucken, ob da Nordwesten von ab nach Hause noch was ist. Ja, würde ich mal Oder aber machen. wir könnten im Osten die Stadt in der Wüste noch mal angucken. Da sind wir zwar durchgelaufen, aber da ist auf jeden Fall noch einiges grau. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch ein paar. Obwohl das mit der Batterie ist jetzt nicht mehr so wichtig, ne? Wirks eine bessere finden quasi. Also ich würde sagen, wir fahren hier von hier aus nach Süden. Da kommt ja gleich die Kreuzung. Und dann biegen wir da auf sozusagen nach rechts ab und fahren dann nach Südwesten runter die Straße. Ja, da bin ich ja hergekommen quasi. Ah, Hier okay. kommst du auf eine Kreuzung und dann geht's dann wieder nach Südosten, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob du die nächste Kreuzung danach schon offen hast, die habe ich offen. Nee, also ich habe da gar nichts offen an der Stelle. Ja, dann fahren wir halt mal, ist ja egal. Schauen wir mal, wo ist denn die Straße? Osten? Süden? Ich hab bescheuert, da vorne muss ja irgendwo die Straße Hier. sein. Bin gespannt, wie lange die blöde Batterie hält. Da müssen wir wirklich mal sehen. Das habe ich auch kein Geräusch mehr. Müssen wir wirklich mal sehen, dass wir eine bessere Batterie dann kriegen. Ja. Und einen besseren Motor und. Ja. Also irgendwie ein besseres Bike besorgen.
Aber Hauptsache der Ruß fliegt hinten raus. Ja, ich glaube, das soll eher so Split quasi sein. Ja, ja. Wie wenn Dreck quasi von den Reifen aufgewirbelt wird. Also wenn das der Ruß wäre, dann wäre wirklich mal ein Rußpartikelfilter angebracht. Ja. Aber in der Zeit ist das, glaube ich, eh nicht mehr wichtig. Wer ist denn jetzt denn? Ja, ich guck mal, fahr ruhig. Ach, da ist schon eine kleine Hütte. Taz kommt hier querfeldein. Aus der Ecke raus, ey. Und da ein Häuschen, eine Stadt. Waren wir hier schon? Nö. Oh, dann können wir gleich weitermachen. Tanke. Hier ist eine richtige Stadt, oder was? Mit Pillenladen. Oh, Pillenladen haben wir noch gar nicht gefunden. Nur so ein kleiner. Was war ein Baumarkt da, oder? Nee, ach nee, ist ein Pillenladen. Pillenladen. So, hier ist ja schon mal eine Tanke, ist ja schon mal sehr gut. So, vielleicht finden wir hier eine Batterie. Mal. Nee. Leider nicht. Ich guck da direkt auf jeden Fall mal nach. Nicht. Das Ding ist wie immer kaputt. Hier kann man die Fässer gleich einsammeln. Und da ist noch ein Fass. Upsala. So. Genau, klopft mal auf, nicht? Ja, dann klopfe ich euch kaputt. Hier ist das Auto, was immer leer ist, ne? Ja. Da ist noch nicht wenig da hinten drin. Oh, ein Airdrops. Soll ich holen? Ja, ne? Kann man immer holen. Wo ist der Sound hin? Welches war denn jetzt meine? Ist doch egal. Ja, so macht Airdrop holen Spaß. Da muss man sogar noch warten, bis er runterkommt. Na super, genau da unten bei der Scheune hin, wo die Waffe sind, hä? Nö, keine Wurf ist heute da. Passt. Hm. Antibiotika, First Aid. Das ist eine komplette Rüstungsschematik-Serie. Nur die Handschuhe fehlen. Da kannst du ja auch schon alles, ne? Naja. Ah, hallo Ilse. War ja klar, dass du hier vor dem Pillenladen rumgammelst, ey. Musst du mal ausprobieren, wenn du wieder so einen Tonaussetzer hast. Geh einfach mal vom Gas weg und wieder drauf.
Ah, hatte ich bei mir probiert. geholfen. Ja, bei mir ging es nicht so richtig. Okay. Aber halb so wild. Fall um. Fall um. Oh. Boah, ist doch nicht wahr. Bin ich hier fast drauf gegangen, ne? Hat Glück, dass wir im Pillenladen stehen. Ganze Inventar voll. Sollen wir gleich noch mal irgendwie ein bisschen austauschen? Ist ja hart. Der Dicke steht im Laden und klopft gerade hier nach außen und du bist eigentlich drin. Tja, bist du mal. So denn, da ist er. Irgendwas Interessantes gefunden bis jetzt? Ich hab schon wieder zwei Beaker. Ja, okay, wollen wir einen Handel damit aufmachen? Nicht wirklich, ich schmeiß sie jetzt weg. Abkauft. Ich schmeiß sie jetzt weg, die blöden Beaker. Theoretisch, wenn wir Alkoholproduktion aufmachen, kann man sie gebrauchen, aber werden wir nicht brauchen. Brauchen wir eigentlich nicht. Das werden wir nicht brauchen, weil wir haben so viel Benzin und ich glaube, das reicht sogar bis zu Alpha 13, was wir an Benzin haben. Das könnte mal sein. Von daher ist es, glaube ich, völlig egal. Wenn wir mal interessieren, ob sie das jetzt schon reinbringen, dass man an den Tankstellen wirklich tanken kann. Na, du kannst die Zapfsäulen aufmachen. Wusstest ja, du das nicht? Die sollen die aber auch wirklich wieder nachspawnen, also sprich. Ja, die Zapfsäulen machst du auf, da ist dann sind dann ein paar Kanister Benzin drin. Ist schon länger so. Ach, das ist jetzt schon so? Ja, ja. Du kannst an den Tank. Na, hier ist hier eine? Genau. Du kannst da an die Zapfsäulen gehen, kannst du öffnen. Ach, Sixes tatsächlich. Cool. Wo wir gerade beim Thema Benzin sind, hattest du nicht Fässer? Ja, ich habe Kannen ohne Ende. Also die Fässer habe ich alle in Kannen gemacht. Oh, okay. So, man könnte ja mal noch spaßeshalber durch das Haus hier durchgehen. Nee, Quatsch, falsch. War schon lange nicht mehr in so einem Haus drin. Oh, ein Mining Helm. Ich glaube, der ist besser. So. Der Rest bleibt da. ...10mm Kugeln. Achso, ich warte mal, hier war doch immer noch ein Spiegelschränkchen. Da.
Hier warst du schon? Ja, das. Ist nicht viel zu holen hier. Das ist mein Alkohol. Ja, Dachboden vielleicht bitte. Ja, da könnte ein Safe stehen, ne? Eventuell. Ah, Magnum Parts. Grau. Geppen, was soll's. Nein, kein Safe da. Da fällt mir ein. Ich glaube, das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Die Magnum kann ich, glaube ich, nicht bauen. Doch, kann ich bauen. Hier oben ist auch nichts mehr. Na dann. Kannst mal reingucken, da sind noch ein paar Schematiken drin, aber ich glaube, die kannst du auch alle. Klauhammer-Schematik, 9 mm-Schematik. So. Na wunderbar. Ach du Scheiße, hast du. Ach du Kacke, wir sind bei 36 Minuten. Oh Mann, es ist nicht zu fassen, ey. Die Zeit geht auch manchmal hier vorbei. Ey. Nun gut, wir haben mal wieder hoffnungslos überzogen und von daher verabschieden wir uns jetzt hier auch mal ganz schnell. Wir überlegen mal, was wir dann in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst und tschüss. Bye bye.